Hallo Freunde, hallo zusammen. Dieses Mal jetzt versprochen, und zwar mit dieser Holzlasur. Und zwar Hybrid-Holzlasur habe ich gelesen. Extrem hoher Wetter- und UV-Schutz. Extrem wasserabweisend. Mit Abperleffekt. Kein Abblättern, keine Mikrorisse. Und diffusionsfähig, also wasserverdünnbar. Ne? Okay. Wie gesagt, es ging eigentlich um diesen Milk Paint. Milk Paint wollte ich ausprobieren. Gibt es bei uns was Pulverform? Ich habe, wie gesagt, keins gefunden. Habe mir auch Weiß besorgt, aber es funktioniert irgendwie nicht. Pulver mit Wasser anmischen, viel zu dünn und keine Ahnung. Was macht der gute Timo? Rennt im Baumarkt, probiert das aus. Ihr solltet gut lüften, falls ihr das ausprobieren möchtet. Ich weiß nicht, ob es da auch noch eine Lasur, sag ich jetzt mal, gibt, wo lösemittelfrei ist. Müssen wir mal schauen, gibt es vielleicht auch irgendwo noch. Ob die dann so funktioniert, weiß ich nicht. Ich zeige es euch mal, wie es mit diesem funktioniert. Diesen sogenannten Cloud-Effekt. Und dann lasst uns starten. Fenster aufmachen. So Freunde, ich bin bei den gleichen Farben geblieben, das heißt dieses Kaminrot, Magenta und Türkisgrün, weil gibt ja trotzdem einen anderen Effekt, weil dieses weiß ist. Also ich habe extra eine Lasur weiß geholt. Ich habe die jetzt auch hier pur eingefüllt, also mit nichts anderes gemischt, sondern nur die reine Holzlasur rein. Okay, Keilrahmen 30 auf 30 cm. Dann wäre das auch geklärt. Farben, wie gesagt, nur Vinylkleber, Farbe und Wasser. Kein Silikon, keine Zusätze, gar nichts. Okay. Seht ihr hier das? Muss ich mal bei Gerstecker beschweren. Ich hoffe, Gerstecker sieht das. Finde ich nicht gut, so eine Rille hier drin. Naja. Okay. Also, kippe jetzt im Prinzip von diesem Holzlasur auch mal was rein, als erstes in den Becher, dass es ja nachher nach oben kommt. Fangen wir mit Türkis an. Magenta. Ich glaube, fast ein bisschen zu dünn angerührt. Noch ein bisschen Türkis. Dann das Kaminrot. Ich überlege gerade, komm, ich probiere es trotzdem. Einen Schuss rein. Von der Holzlasur. Spaß muss sein. Okay. Komm, Magenta. Und oben noch ein bisschen Kaminrot. So. Ich weiß nicht, was zu voll. Könnt ihr sehen, am Rand ist ein bisschen weiß. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ziemlich viel Grün, jetzt kommt wieder Rot. Und da mischt sich jetzt auch schon die Holzlasur drunter. Jetzt kommt der Rest. Und da ist natürlich die Holzlasur dabei. Okay. Macht das gleiche auch
wieder etwas außenrum. Manche machen ja ziemlich viel außenrum, ich weiß es nicht. Ich glaube wegen diesen Zellenbildungen am Anfang am Rand. Okay. Dann schauen wir mal. Lasse ich das mal ein bisschen schräg laufen, damit ein bisschen so ein Muster reinkommt, nicht alles gleich aussieht. Ja. Keine Angst, ich verliere das weiß nicht. Aber ihr seht, es gibt auch wie so ein Cloud-Effekt. Funktioniert. Aber wie gesagt, riecht halt ein bisschen, also auf eigene Verantwortung, wer es ausprobieren möchte. Es geht, wie so eine Lasur halt. Aber ihr könnt ja auch eine Maske aufziehen. So. Mal schauen, dass wir alles volle Farbe bekommen. Wie sehen die Ränder aus? Okay. Wäre das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen in die Mitte laufen lassen? So, so finde ich es akzeptabel. Okay, erhitzen. Ich mache es auch nochmal mit dem Brenner, weil wie gesagt, der Brenner, ich glaube, das braucht ein bisschen mehr Hitze. Also zumindest das Zartar Animal braucht ein bisschen mehr Hitze. Machen wir auf. So, that's enough, das reicht. Okay, es raucht schon. Was mir aufgefallen ist, es macht keine so große Zellen am Rand. Was aber auch gar nicht so schlecht ist, finde ich. Weil jetzt überlegt mal, ihr habt ja ein schönes Muster wieder und es wird alles voller Zellen. Sieht ja auch wieder nicht so toll aus. Na, wer das vorige Video gesehen hat, ich habe es ja mal gezeigt, wo ich das andere schon gemacht habe. Das passt aber. Okay, ich lasse es mal für 10 Minuten wieder einwirken und dann schauen wir es uns wieder von nahem an. Aber es kommt cool. Fast zu viel Weiß finde ich jetzt hier wieder. Na, das ist immer diese Gefahr, nicht zu viel machen, nicht zu wenig machen. Aber Weiß ist ja ziemlich dominant, also kann man das etwas weniger machen. Aber gut, dann
Bis gleich. So, Freunde, jetzt von daheim. Es hat sich nichts mehr viel verändert. Hier diese kleinen Zellen. Hier am Rand geht es dann noch. Also wie gesagt, etwas zu viel, aber hier richtig cool. Und hier diese schönen Linien, hat leichte kleine Bläschen. So, also recht dominant. Wir schauen mal, wenn es getrocknet ist. Also das Weiß ist sehr dominant. Aber gut. Okay, ich habe noch ein bisschen Farbe übrig. Ich werde jetzt einfach mal ein Spaßbild machen. Das nächste Video gibt ein Spaßbild. Das heißt, ich werde mal das Sauterne Animal Gold und diese Holzlack einfach mal durcheinander mischen. Farben habe ich auch noch. Ihr seht es hier. Die werden nicht weggeschmissen, sondern ich mache noch ein Bild. Und dann denke ich mir, wird auch ganz lustig. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Wer es mal ausprobieren möchte, warum nicht. Aber wie gesagt, gut lüften. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Bye.